Jawohl, wir sind schon wieder gut dabei. Jetzt spielt verborgen der FCB gegen Real Madrid, aber wie juckt es uns Löwen überhaupt gar nicht. Heute Ilert Hissen, 3 Punkte müssen her und der erste Platz ist uns erneut wieder sicher. Und dann natürlich am Wochenende das Amateurderby. Bayern 2 und 60 mit der ersten Mannschaft alle gut dabei. Und der Bierstandler wollte natürlich ins Stadion gehen, Grünwalder Stadion, Derby, ich war gern dabei, schreibt natürlich FC Bayern an. Liebe FC Bayern Freunde, vielen Dank, dass eure Frauen eine Trutschern aus dem Stadion draußen sind und ich bitte gerne um eine Pressekarte. Obstandler Liebe möchte ins Stadion gehen. Keine Reaktion. Hab ich gedacht, ja, haben denn die eine Klatsche? Scheinbar Bierstandler nicht zurück, obwohl ich ein Blauer bin. Deswegen wahrscheinlich, gell? Haben sie sich gedacht, nein. Dem Deppen geben wir keinen Garten, die über mich. Dann habe ich einer gestern geschrieben, der große FC Bayern, einen Anstand habt ihr gar keinen, gell? Aber das sind wir ja gewohnt für euch. Charakterlos, nicht einmal antworten. Nein, Didi, du Depp, die wollen wir nicht. Nein, gar nicht einmal geantwortet. Aber ich mache gar nichts. Und dann ist auf einmal die Bayerische gekommen. Die Bayerische ist gekommen und hat dann gesagt, Abstand, Didi, du wirst eingeladen und du kommst ins Stadion mit uns zu den Löwen. Wir feiern am Sonntag ganz griebig mit dem Radl auf Giersing, kriegen eine schöne halbe Treppel wird im Riffraffer halbe. Und dann gehe ich zu meinen Freunden, es werden wahrscheinlich 2.000-3.000 Leute im Stadion drin sein, und mache eine Riesenstimmung für meine Münchner Löwen. Also heute Abend felsenfest die Daumen drücken in Ilert Hissen, die werden wir doch die 3 Punkte oberschnappen. Und dann am Sonntag im Derby, wenn wir dann Meister werden in unserer Liga, und dann gegen den FC Bayern. Ist das schön. Ich bin gar nicht neidisch und gar nicht hämisch. Ich soll doch mal spielen gegen Real Madrid. Wir spielen heute Ilert Hissen und am Sonntag ruft bei einer zweiten. Und irgendwie habe ich es in meinen Nasen aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen und dann irgendwann mal Bayern wieder schnappen. Weil das ist schön. Schau dir mal die schöne Erdbeere an. Legendär, da schau her.